finally erledigt. Ich fahre jetzt nach Hamilton im Süden und hole mir Stahlcoils. Stahlcoils, Tarpen natürlich, und die bringe ich nach Laval, Montreal. Also weiß ich auch, was das wieder. Weiß ich wenigstens schon meine Freitagstour. Zweimal Tarpen die Woche noch. Neu. Fahren wir erstmal dahin. Oder mal gucken, dann werden wir uns den Stahl laden. Und ich habe schon mal geguckt, wie weit es ist von hier aus. Aber da muss ich ja eine Stunde drauf, ja, 6 Stunden, 7 Stunden brauche ich zum Fahren. Das werde ich heute nicht mehr hinkriegen. Aber ich denke mal, morgen früh irgendwann liefern. Das könnte schon klappen. Ja, also nochmal die Geschichte mit dem Kran, die war natürlich totaler Quatsch. Ja, weil der Kran ist immer da. Das ist nämlich ein Baustellenkran. So, warum jetzt explizit um diese Uhrzeit? Die Jungs haben gesagt, nö, wir wussten, dass du kommst, ja. Aber jetzt spezifische Time hatten sie nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das am Broker liegt, also... Ja, keinen Stress mal brauchen, ey. Ja, das war zum Thema Kran. Nee, das ist so ein Baustellenkran. Das ist ein Hochhaus, was da gebaut wird. Und da hat noch einer heute Morgen schon eine Kühlunit hingebracht. Der war aber nicht von uns. Der war aus Manitoba. Der ist wahrscheinlich auch von Amis gekommen. Hat aber nur eine kleine Unit drauf. Da hat er zwei drauf. Und ja. Ja, war ein bisschen rumrangiert, aber. Ach, guck mal hier, kommt wieder einer quer rüber, weil er jetzt nicht wusste, wo er ist. Bin ein bisschen müde gerade. Aber ich fahre jetzt laden und danach fahre ich erstmal Richtung. Richtung Cape Back.
aus jetzt. Tach! Ey, was denn hier los? Tauben haben wohl geschissen. Ey, kann ja wohl nicht was. Ich hab drin gestanden. Mann. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich geladen habe. Dieses Keulknäuel. Ein einziges Keul. Es ist schwer, könnt ihr mir glauben. Haben die jetzt hier noch eine Waage, wo man rumfahren könnte, oder haben die keine mehr? Wieso stehen die eigentlich immer da? Keiner steht, ey. Turn right at the stop sign. Ja. Die Tour, ich sag schon lese. Dann fällt mir sofort Frederick wieder ein. Einscheren hier. Ja. Ist doch relativ schwer. Weiß nicht, warum die hier vorne immer stehen. Da hinten ist so ein schöner großer Platz, aber stellen sich hier hin. Ist nur so meins. Du kannst trotzdem mit 80 hinten ankommen, ich fahr trotzdem nicht schneller. Meine Fresse, ey, selbst auf dem Traktor fahren die, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Das ist Wahnsinn. So, mal gucken. Oh ja, da ist noch genügend freier Platz. Ich weiß ja sowieso, dass irgendeiner wieder heute Nacht kommt, aber das Beste ist immer, du stehst so neben dem Dump-Trailer. Selbst wenn ihr wollt, könnt ihr noch neben mir parken. Ich hoffe ja nicht. So, jetzt habt ihr die Bremse gehört, das heißt Feierabend. Lass mal gucken, wie der Wetter hier wird. So, hier sind wir wieder am Prescott. Da könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Ist noch nicht so lange her, glaube ich, 2 Videos oder so. Da waren wir hier und haben diese grünen Rohre geladen. Das ist quasi, wenn man jetzt hier runterfahren würde. Gibt es aber auch einen schönen Traktor.
So ein bisschen kann man jetzt rechts, aber das seht ihr auf der Kamera noch nicht, weil ihr wahrscheinlich den roten Punkt der Sonne wieder erkennen im Nebel. Soll ja heute wieder 27 Grad werden. Habe ich jetzt die Anzeige nicht gesagt? Na gut, okay. Ja. Also ich konnte nicht filmen so richtig jetzt hier beim Kunden, weil da ging alles so zack, 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 Tarp runterschmeißen, weil die gerade zusammengelegt. Ich will mich schon wieder anhalten hier. Was ist denn... Fach nicht zu. Aber ihr wisst ja, checken, besser als später wieder Mist haben. Ach, hier können wir vielleicht auch mal gleich Kaffee... Ich hab's ja wieder geahnt. Ich bin vorher stehen geblieben, auf der Straße. Das ist immer ganz gut so, weil man muss in manche Firmen halt rückwärts rein. Manchmal muss man halt irgendwo auch rückwärts reinfahren. Aber hier ist ja Platz. Wie auf dem Flughafen, ey. Ich schaffe ja so ja ich. Das schaffe ja so ja ich hier einzuparken. Rückwärts. Hoffe ich zumindest. Lieber einmal ein bisschen mehr. So. Jetzt stehen wir richtig. Ketten, Ketten, Ketten. We doing chain like any time this week. Sorry. Thank you.
Feierabend, ich meine Wochenende. Wochenende im Gelände. Jetzt habe ich aber noch mal geschwitzt, ey. Das ist aber auch schon wieder so drückend hier, ey. So, was ich geladen habe, das habt ihr jetzt gerade ja gesehen. Das habt ihr ja gerade live gesehen, wie gekettet. Ja, da war ich schon schneller mit Laden, als ich mit der Kamera draußen war. Aber ich denke mal, man konnte noch ein bisschen was sehen. Wie jetzt? Links muss ich fahren? Warum das? Wo will der denn mit mir jetzt schon wieder hin? Ist denn jetzt schon wieder Finn? 25. Ah. Das ist eine Fusion-Maschine. Das heißt, ich habe die Dinger schon mal im Einsatz gesehen, also so ist nicht. So, mal wieder gerade zurück von der Dusche. So, meine Fuhr ist gesichert. Immer noch gut. Boah, ist immer wieder schön, wenn du aus der Dusche kommst. Wenn du den Laden hast und du kommst, bist fertig mit Duschen und weißt, jetzt kommt eigentlich nur noch Wochenende. Naja, in Ladung wahrscheinlich noch. So sieht es im Moment aus. Ich bin jetzt ein bisschen wochenendmüde, würde ich mal sagen. So ein bisschen. War echt ein bisschen anstrengend. Die Woche ganz besonders. Unnötige Hetzerei eigentlich, aber naja. Wir haben ein bisschen wenig getrunken heute. Das merkt man dann immer. Mal süßen Kaffee muss ich nur machen. Gucken wir mal hier wieder. Highway fahren. Ich bin natürlich bei meinem Lieblingsjunction 174. Hier kommt wieder meine Tabladung drin gleich. Kaltet. Ich habe ja auch kalte Wasser im Kühlschrank, ich boxe. Naja. Das werden wir jetzt rausstellen. Ja, nee, wie gesagt, jetzt ist der Laden gerade nochmal kontrolliert, die Ladung ist okay, die Kette ist ein bisschen loser, aber solange die Dinge auf dem Boden liegt, ist mir jetzt scheiße, ja, 1500 Kilo, da ist nichts großartig mit, da reicht ja eh eine Gurt, den ich rüber gemacht habe, eigentlich, um das Ding festzuhalten, aber wie man immer macht, ja immer ein bisschen mehr, ne? Heute habe ich mir mal ein Bier gekauft hier. Zufällig bei dem gibt es hier welche. Gibt es ja nicht bei allen. Gibt es ja nur ab und zu mal. In Quebec öfter als woanders. Als zum Beispiel Ontario oder so. Ich habe mir auf jeden Fall ein Bierchen mal geholt. Weil in Kanada sind sie nicht ganz so streng.
wenn du was im Dings hast. Und wir heute Abend mal schöne kühle Bier trinken, bevor ich schlafen hier. Ich bin schon fertig. Jo, ich bin immer schneller hier. Ja. Bin schon fertig. Okay. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen Trax gucken? Ist natürlich vielleicht keiner zu sehen. Ich mache jetzt mal kurz einen Rausgeher. Mir hält mich manchmal der Bullenfänger auf. Verstehe ich auch nicht warum. Keine Ahnung, liebe Leute. Keine Ahnung. Einen wunderschönen guten Morgen auf der Strecke. Ja, heute ist nun mal der Freitag und ich bin unterwegs Richtung Hof. Gucken, was mich da heute noch erwartet. Bin heute Morgen schon frühzeitig gestartet. Trotz alledem, ich eigentlich noch hätte länger schlafen wollen, aber das ist auch nicht. Irgendwie wird man dann wach und dann sagt man, ja, hier, lass den Tag mal kommen, weil ich, wie gesagt, die Räder müssen ja, oder will ich ja, dass die drehen, und fahren ist ja immer noch das Beste. Und da habe ich mir gesagt, ja, dann bin ich losgefahren, kurz vor halb sechs, war ich fertig mit allem drum und dran, habe nochmal, eine Kette war ein bisschen lose, musste sie ja nochmal nachziehen. Und jetzt hier zum Hof, ich weiß noch nicht, was mich erwartet, ich werde um kurz vor neun da sein. Früher, Stunde, zehn Minuten früher, als ich gesagt habe, aber was soll ich rumstehen, erstmal auf den Hof und dann mal gucken. Wetter ist ein bisschen bescheiden heute, Wolken hängen ziemlich tief hier oben, ich bin noch nicht in, bin jetzt kurz vor Fredericton und ja, hat uns schon ein bisschen geregnet. Wollen wir mal sehen, wie das so wird, das kann sich immer noch ändern hier, wenn man wieder den Richtung Sussex runterkommt. Aber dann werden wir sehen. Ja, so schnell kann das Bild sich mal ändern, ne? Tja. So, mein Truck steht im Yard, also quasi wird der Service dran gemacht. Und ich habe jetzt mir den Red Star geschnappt, um meine Ladung zu holen. So, freitags bei Delco, da liegt man schon mal im Sitz. Da liegt man schon mal im Sitz und wartet. Na, wie ich mir das schon wieder gedacht habe. Man muss hier. Ich hab's schon mal gemütlich gemacht, sozusagen. In meinem Ladungsholungstruck. Nicht Ladungserholung, sondern Ladungholung. Holen für nächste Woche. Naja, mal gucken. Wenn alles gut läuft, dann bin ich um 4 zurück. Wenn alles schlecht läuft, dann bin ich um 5:30 zurück. Auf jeden Fall schaffe ich es heute noch einzukaufen und wahrscheinlich meine Wäsche zu machen, weil ich vermute mal, geht nach Rhode Island. Ob ich jetzt nach Rhode Island fahre, das weiß ich noch nicht. Ich habe das erstmal nur als Ladung geholt. Ihr wisst ja, das kann sich immer alles ändern. Aber das erfahre ich dann erst nachher, wenn ich wieder rausfahre. Jetzt stehe ich hier und warte. Es ist aber, glaube ich, der eine, der ist ein Mac drin, der ist schon fertig. Und jetzt, was jetzt drin gefahren ist, ist bloß so ein kurzer, so ein, ich würde mal sagen, so ein 7,5-Tonner oder so. Straßenlage ist von dem Ding echt gut. Mir ist er halt ein bisschen zu alt. Er hat mehr Platz drin, das Bett ist größer und ja, die Schränke, aber ist mir
dann doch ein bisschen alt, ne? Komfortabler sitzt du im Freighty und da fühlt man wohl drin. Aber rein vom Fahren her ist der gut hier. Jo. Sound natürlich, klar. Neue Schränke, neue Sitze. Wird interessant. Ich habe meine Funke an, falls sie mich anfunken. Aber hier ist schon wieder Mittagspause. Ihr könnt ja mal auch rausgucken. Naja, ihr seht ja im Prinzip bloß die rote Schnauze. Okay. Aber Zeug machen, den kann ich nur nicht absägen. Ja, immer sehen, die werden ja gleich irgendwo, wird er mich ja gleich anfunken. Hoppala, was ist das? Ein Holzstapel. Ich wollte schon immer einen pinken Helm haben, siehst du? So, das ist also wieder, das ist hier mein Aushilfs- oder mein Fahrt für heute gewesen. Und dann ist meine Ladung für nächste Woche. Wie immer, kennt ihr schon. Jetzt bringen wir mal den Star wieder zurück und stellen ihn ab. So, von der Seite sieht es natürlich auch schön aus, wie wir immer grün. So, und da hinten haben wir dann die andere Ladung. Mal wieder 19 Wunde. Aber wie gesagt, ob ich die jetzt wegbringe oder eine andere Ladung, das weiß ich noch nicht. Hat schöne Zusatzbeleuchtung. Hier vorne hoch. Extra Lights. Sieht sicherlich vernünftig aus im Dunkeln. So. Jetzt werde ich gleich mal wieder reinhängen vorne. Ich muss mich noch kurz warten. So. Jetzt geht es aber wirklich ein Wochenende. Ja, wie ich schon gesagt habe, die 4 Uhr Variante, die wird eintreten. Das war wieder mein Kumpel. Und der hat die Laden und schnell und fix. Und ich war auch fix. Und wir beide waren fix, dann ist das schon mal okay. So, dann lass mal den Jungen mal wieder brüllen. Mal gucken, wie er so vom Drehmoment ist mit meiner Fuhr. Ja, eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen, aber er liegt halt gut. Ja, das muss ich zugeben. Thank you.
So, ihr könnt mir da ein bisschen zugucken. Wir werden ein paar Meter fahren. Und dann abhaken und dann ist Wochenende. Und ich weiß noch nicht, wie lange es wird. Aber ich werde mal wissen. Ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende, Wochenanfang, Wochenmitte und Rest der Woche, wo immer ihr seid. Bleibt mir im Rum, bleibt gesund und macht es gut.